Hallo Freunde, willkommen zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. Es geht weiter. Beziehungsweise der Kampf um die Dragon Balls geht weiter. Schauen wir mal, ob wir schon irgendwo hinkommen. Warte mal, vielleicht können wir dann das kleine Raumschiff. Zerstören. Ja, es funktioniert, es geht. Da sind viele Gegner. Und tschüss. Okay, das war nicht so gut. Ja, die machen kaum Schaden. Die sind schon ziemlich stark, muss ich sagen. So. Genau, es sollte genügen. Jetzt schaue ich noch, bin mir nicht sicher, ob das schon geht. Ob wir den anderen auch schon erwischen. Ah, okay, geht noch nicht. Ja. Dann lassen wir es gut sein. So, das ist ein Scouter. Interessant. Ich schaue mich nur ein bisschen um, damit wir ja nichts übersehen. Aber wir kommen eh nochmal zurück. Aber wichtig ist, sind natürlich die Nebenmissionen. Warte mal, das ist das Raumschiff. Mit dem Raumschiff ist Gott zur Erde gekommen. Nur zur Info, warte, ist eine. Eine D-Medaille. Und jetzt geht's heute weiter. Krillin! Bulma, du solltest dich doch verstecken. Hier ist es nicht sicher. Ist das ein Dragon Ball? Wow, die sind hier aber groß. Ja, ich habe vom Oberältesten. Aber vom Oberältesten bekommen. Eine wirklich bemerkenswerte Person. Ach ja, stimmt. Wo ist Son Gohan? Ich will ihn dem Oberältesten vorstellen, damit er auch stärker wird. Er ist los, um den anderen Dragon Ball zu suchen. Der Radar hat einen in dem Dorf angezeigt, das Vegeta überfallen hat. Was? Ernsthaft? Was zur? Diese Stärke, das gibt's nicht. Vegeta! Du bist weit weg von zu Hause, Erdling. Nein, ich war so auf meinen Stärkezuwuchs konzentriert, dass ich ihn gar nicht bemerkt habe. Er hat keinen Scout und das heißt, er muss Stärke auch so spüren können. Einen hübschen Dragon Ball hast du da. Offenbar suchen wir beide dasselbe.
Du hast Glück, dass ich noch etwas erledigen muss, bevor ich ihn mir hole. Aber an deiner Stelle würde ich keine Dummheiten machen, wie zum Beispiel fliehen. Was? Da bist du ja. Mann, oh Mann, du hast vielleicht Nerven, Vegeta. Dank deiner dummen Aktionen hat Lord Freezer das Vertrauen in mich verloren. Wenn du mir nicht sofort sagst, wo die Dragon Balls sind, muss ich also aus dir herausprügeln, du Würstchen. Kannst du gerne versuchen. Du lernst einfach nichts dazu, oder? Er vernachlässigt seine Deckung. Gibt's nicht. Ich hasse das. Sehr schön. Oh, das war nicht gut, das war nicht gut. Das war blöd. Das war sehr gut. Schlecht, bist du wahnsinnig? Wow. Okay, aber wir haben es gleich. Der macht doch fertig und nix. So, keine halben Sachen mehr. Jetzt reicht's. Und tschüss. Weißt du noch, wie mein Leben am seidenen Faden hing? Ich wette, du bereust es, mich geheilt zu haben, oder? Ein kleiner Tipp für dich. Wir Saiyajin werden jedes Mal stärker, wenn wir an die Schwelle des Todes gebracht werden. Oh ja, das stimmt. Zum Goku wird mit jedem Kampf stärker. Na, Locke, wie sieht's jetzt aus? Rückst du den Ball jetzt raus oder soll ich ihn mir holen? Okay, wenn ich dir den gebe, besprichst du dann einfach damit zu verschwinden? Okay, warum nicht? Es gibt keinen Grund, meine Zeit mit Kümmerlingen wie dir zu vergeuden, wenn ich erst den Dragon Ball habe. Dann bin ich endlich der Herrscher des Universums und nicht mehr dieser Idiot Freezer. Die Unsterblichkeit wird endlich mir gehören. Wir müssen verhindern, dass er alle 7 Dragon Balls bekommt. Los, Son Gohan, wir zählen auf dich. Was immer du auch tust, Vegeta darf dich nicht finden. Romantische Schürze, ja, okay.
Hoffentlich geht es Krillin und Bulma gut. Ich beeil mich lieber. Da kommt jemand. Wer geht da? Ich muss mich schnell verstecken. Wo soll ich mich verstecken? Wo soll ich mich verstecken? Was? Wo kommt diese Stärke auf einmal her? Sie ist weg. Was geht hier vor? Wer ist da? Wenn du nicht rauskommst, lege ich hier alles in Schutt und Asche. Warte! Ich bin's nur! Na, wenn das nicht Kakarots kleiner Rotzbengel ist. Das ist ein Dragon Ball, Moment mal! Woher hast du den? Es war ein Geschenk. Von deinem glatzköpfigen Freund. Krillin? Du hast ihn getötet, nicht wahr? Nein, er ist am Leben, aber wenn du möchtest, ende ich das nur allzu gern. Und ich glaube, ich lasse dich am Leben durchs Glück, dass ich gerade großzügig gestimmt bin, da ich jetzt alle Dragon Balls habe. Alle? Seltsam, was hast du da in der Hand? Oh, das ist eine Uhr. Bei so einer primitiven Technik überrascht es mich, dass ihr Erdlinge es auf diesem fernen Planeten geschafft habt. Wenn du hier bist, dann kann Kakarot auch nicht weit sein. Dann kann Kakarot auch nicht weit sein. Nein, er ist nicht. Ach, verstehe. Schade. Wenn du wieder auf der Erde bist, richte Kakarot was von mir aus. Bei unserer nächsten Begegnung werde ich ihn und seinen geliebten Planeten in Weltraumstaub verwandeln. Und tschüss. Das war knapp. Krillin! Zum Gohan! Krillin, schau mal, was ich gefunden habe! Gut gemacht, Son Gohan. Wir wussten, dass du das schaffen würdest. Super gemacht, Son Gohan. Wir sollten hier verschwinden, und zwar schnell. Verschwinde! Hier. Weiß jetzt, wo wir sind. Bin du hier, weiß jetzt, okay. Ja, ich weiß, ich bin ihm vor kurzem auch begegnet. Was? Zum Glück konnte ich diesen Dragon Ball verstecken. Oh Mann, du bist vielleicht ein Glückspilz. Das reicht, nichts wie weg von hier. Hier ist es nicht, unmöglich. Es führt ein direkter Weg von der Stelle, an der der kleine Rotzbengel war, dorthin, wo der Erdling war. Aber wie hat er es gefunden? Das Gerät. Das war gar keine Uhr. Blöder kleiner Mistbengel. Er hat sich genommen, was rechtmäßig mir gehört. Das wird er mit seinem Leben bezahlen. Ich glaube, er ist wütend. Nein, sie sind weg. Diese verdammten Erdlinge, die haben ja keine Ahnung, mit wem sie sich da angelegt haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor sie kommen, um sich die anderen 6 Dragon Balls von mir zu holen. Und dann werde ich sie für ihren Verrat bezahlen lassen. Krillin und die anderen bekamen einen Dragon Ball vom Oberältesten, der jedoch schon bald von Vegeta gestohlen wurde. Doch dank Sokons Geistesgegenwart konnten sie verhindern, dass Vegeta alle 7 in die Finger bekam. Um Vegetas Zorn zu entgehen, musste das Trio sich ein neues Versteck suchen. Krillin ging mit Son Gohan im Schlepptau zurück zum Oberältesten.
Freezers Ass im Ärmel, das die New Sonderkommando. Vegeta scheint viel stärker als zu seiner Zeit auf der Erde geworden zu sein. Selbst zu zweit hätten wir keine Chance gegen ihn. Zum Gohan, er könnte deine Kraft so boosten, dass du mit Vegeta mithalten kannst. Wirklich? Los, Son Gohan, auf zum Oberältesten. So, das sind ein paar Nebenmissionen. Und die werden wir natürlich machen. Bevor wir mit der Hauptmission fortfahren. Und zwar. Das ist doch unglaublich. Was ist unglaublich, Bulma? Ist das nicht offensichtlich? Wir sind in der absoluten Pampa. Ist das denn schlimm? Ja, hier ist meilenweit kein Material. Das gesagt, jemand muss suchen gehen. Son Gohan muss unbedingt schnell zum Oberältesten, also... Okay. Egoistische Bulma. Alles okay, Krillin, wir schaffen das, wenn wir uns beeilen. Stimmt wohl, immerhin braucht Bulma etwas, womit sie arbeiten kann. Okay, Bulma, wir holen dein Zeug. Was brauchst du? Ich bin froh, dass Son Gohan dich zur Vernunft bringen konnte. Holt mir... Alien Weißfischflosse Eisenerz. Okay. Alles klar, dauert nicht lang. Viel Glück da draußen, Jungs. Okay. Alien Eisenerz haben wir genug. Alien Weißfischflosse, okay. Weiß ich nicht, ob da unten Fische sind. Beziehungsweise schauen wir mal, ob mal Vögel gibt es da ja nicht. Also ich glaube, dass wir angeln müssen. Und das machen wir auch. Schauen wir mal. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nur so geht. Sehr schön. Okay, einmal müssen wir noch. Also das Angeln gefällt mir besser, es geht einfach auch viel schneller und macht auch mehr Spaß, muss ich sagen. Zum Glück ist es nicht so wie bei zum Beispiel Final Fantasy 15, das war extrem mühsam. Weil da kann man gar nichts falsch machen. Auftrag erledigt, Bulma. What? Ist die Suche gut gelaufen? Hi. Mehr oder weniger, bitteschön, Bulma. Oh, das ist perfekt. Vielen Thanks. Dank. Dankeschön. Sehr schön. Ich sage euch, wenn wieder was fehlt. Wir sind kein Lieferservice, weißt du? Jawohl, Freunde. Also Krillin ist Stufe 17 mittlerweile. Das ist gut so. So, Freunde.
Das war's leider schon wieder. Aber es geht bald heiter weiter. In der nächsten Folge machen wir die Nebenmission, die da oben ist. Und vielleicht können wir, also ganz sicher sogar, können wir die restlichen Raumschiffe zerstören. Ich glaube schon, dass es jetzt funktioniert. Und dann fliegen wir zum Oberältesten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.